Es ist ein Scheißgefühl, wenn man darauf wartet, dass jemand versucht, einen umzubringen. Aber es war der 30. April und natürlich würde es geschehen wie immer. Ich hatte eine Weile gebraucht, um zu kapieren, aber jetzt wusste ich wenigstens, wann es soweit war. In der Vergangenheit war ich zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt gewesen, um etwas dagegen zu unternehmen. Aber nun war mein Auftrag erledigt. Ich war nur aus diesem einen Grund noch geblieben. Ich war der Meinung, dass ich die Angelegenheit unbedingt bereinigen sollte, bevor ich aufbrach. Ich stieg aus dem Bett, ging ins Bad. Ich hatte mir wieder einen Bart wachsen lassen, darum brauchte ich mich nicht zu rasieren. Ich kreischte nicht wegen seltsamer Wahrnehmungen, wie ich es an jenem 30. April vor 30 Jahren getan hatte, als ich mit Kopfschmerzen und einer Vorahnung aufwachte, die Fenster aufgestoßen und in die Küche gegangen war, um zu entdecken, dass sämtliche Gasdüsen aufgedreht worden waren, ohne dass die Flammen entzündet worden wären. Nein, es war nicht einmal so wie an jenem 30. April vor 2 Jahren in der anderen Wohnung, als ich vor dem Morgengrauen von einem schwachen Rauchgeruch aufgeweckt worden war und feststellte, dass die Bude brannte. Dennoch blieb ich außerhalb der direkten Linie der Leuchtkörper für den Fall, dass die Glühbirnen mit etwas Entflammbarem gefüllt wären, und ich bediente alle Schalter eher durch ein schnelles Wippen als durch Drücken. Nichts Unerfreuliches folgte diesen Handlungen. Normalerweise stelle ich die Kaffeemaschine am Abend vorher mit vorprogrammierter Zeit ein. An diesem Morgen wollte ich jedoch keinen Kaffee, dessen Zubereitung ich nicht mit eigenen Augen gesehen hatte. Ich setzte eine frische Kanne voll auf und überprüfte mein Gepäck, während ich darauf wartete, dass das Wasser durchlief. Alles, was mir an diesem Ort etwas wert war, war in 2 mittelgroßen Kisten untergebracht: Kleidung, Bücher, Gemälde, einige Instrumente und ein paar Andenken und so weiter. Ich verschloss die Kisten. Etwas Kleidung zum Wechseln, ein Sweatshirt und ein Packen Reisechecks verstaute ich in einem Rucksack. Ich würde meinen Schlüssel beim Hinausgehen beim Hausverwalter abgeben, damit er den Nachmieter hineinlassen konnte. Die Kisten sollten eingelagert werden. Das Joggen fiel aus an diesem Morgen für mich. Ich schlürfte meinen Kaffee und wanderte von einem Fenster zum anderen, wobei ich neben jedem stehen blieb und die Straße unten sowie die Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite einer umfassenden Betrachtung unterzog. Der letztjährige Anschlag war von jemandem mit einem Gewehr unternommen worden, und dachte zurück an das erste Mal, als es passiert war, vor 7 Jahren. Ich war an einem schönen Frühlingsnachmittag arglos an einer Straße entlang geschlendert, als ein ankommender LKW herumschwenkte, über den Bordstein holperte und mich beinahe an einer Backsteinmauer zerquetscht hätte. Es gelang mir, aus dem Weg zu hechten und mich wegzurollen. Der Fahrer erlangte das Bewusstsein nicht mehr wieder. Der Vorfall hatte den Anschein einer jener Schicksalslaunen gehabt, die unser aller Leben dann und wann überfallen. Am gleichen Tag, im darauffolgenden Jahr jedoch, spazierte ich spät abends von der Wohnung meiner Freundin nach Hause, als ich von 3 Männern angegriffen wurde. Einer war mit einem Messer bewaffnet, die anderen beiden trugen abgebrochene Rohre. Ohne, dass sie auch nur die Höflichkeit besessen hätten, zuerst nach meiner Brieftasche zu fragen. Ich ließ die Überbleibsel der Auseinandersetzung im Eingang eines nahegelegenen CD-Ladens zurück, und obwohl ich mir auf dem Nachhauseweg so allerlei Gedanken darüber machte, kam es mir erst am folgenden Tag in den Sinn, dass es genau der Jahrestag des LKW-Unfalls gewesen war. Doch selbst da noch tat ich die ganze Sache als einen Zufall ab. Die Angelegenheit mit der Briefbombe, die im darauffolgenden Jahr die Hälfte meiner Wohnung zerstört hatte, veranlasste mich aber allmählich zu der Überlegung, ob die statistische Natur der Wirklichkeit zu dieser Jahreszeit in meiner Umgebung vielleicht unter einer besonderen Spannung stand. Und die Ereignisse der folgenden Jahre waren dazu angetan, dies in eine feste Überzeugung zu verwandeln.
Jemand hatte Spaß an dem alljährlichen Versuch, mich umzubringen, so einfach war das. Wenn die Bemühung fehlschlug, trat eine einjährige Pause ein, bevor ein neuer Versuch unternommen wurde. Es erschien mir beinahe wie ein Spiel. Aber in diesem Jahr wollte ich das Spiel mitgestalten. Meine Hauptsorge war, dass er, sie oder es offenbar niemals anwesend war, wenn das Ereignis eintrat, sondern vielmehr Heimlichkeit, Tricks oder Mittelsleute vorzog. Ich werde diese Person fortan als S bezeichnen, was in meiner privaten Kosmologie manchmal für Schleicher und manchmal für Scheißer steht, weil X schon so abgegriffen ist und weil ich keine Lust habe, mich mit Pronomen zweifelhafter Vorrangigkeit abzumühen. Ich spülte meine Kaffeetasse und die Kanne aus und stellte sie in den Abtropfständer. Dann nahm ich meine Tasche und brach auf. Mr. Mulligan war nicht zu Hause oder er schlief, also warf ich den Schlüssel in seinen Briefkasten, bevor ich die Straße hinaufging, um in einem nahegelegenen Imbissladen mein Frühstück einzunehmen. Es herrschte nur wenig Verkehr und alle Fahrzeuge benahmen sich ordentlich. Ich ging langsam, horchte in alle Richtungen und hielt die Augen aufmerksam offen. Es war ein angenehmer Morgen, der einen schönen Tag verhieß. Ich hoffte, die Dinge schnell erledigen zu können, damit ich ihn müßig genießen könnte. Ich erreichte den Imbissladen, ohne belästigt worden zu sein, setzte mich an einen Platz neben dem Fenster. Gerade als der Kellner kam, um meine Bestellung entgegenzunehmen, sah ich eine vertraute Gestalt, die schwungvoll die Straße entlang spazierte, einen früheren Schulkameraden und späteren Arbeitskollegen, Lucas Reinhardt. 1,80 groß, rothaarig, trotz oder vielleicht gerade wegen einer künstlerisch gebrochenen Nase gut aussehend, mit der Stimme und dem Benehmen eines Handelsvertreters, der er tatsächlich war. Ich klopfte ans Fenster und er sah mich, winkte, machte Kehrt und trat ein. »Merle, ich habe recht gehabt«, sagte er, während er auf den Tisch zukam, mir kurz auf die Schulter klopfte, sich setzte und mir die Speisekarte aus der Hand nahm. »Ich habe dich zu Hause nicht angetroffen und vermute, dass du hier bist.« Er senkte den Blick und vertiefte sich in die Speisekarte. »Warum?« fragte ich. »Wenn Sie noch etwas Zeit zum Auswählen brauchen, komme ich später wieder«, sagte der Kellner. »Nein«, antwortete Luke und ließ eine gewaltige Bestellung vom Stapel. Ich fügte die meine hinzu. »Dann«, sagte Luke beiläufig, »weil du ein Gewohnheitstier bist.« »Gewohnheit?« entgegnete ich. »Ich komme doch nur selten hierher zum Essen.« »Ich weiß«, sagte er, »aber meistens geschieht das, wenn du irgendwie unter Druck stehst, zum Beispiel vor Prüfungen oder wenn dir etwas Sorgen macht.« »Hm«, brummte ich, »vielleicht war an seinen Worten etwas Wahres dran, obwohl es mir vorher nicht aufgefallen war.« Ich ließ den Aschenbecher auf dem Tisch um sich selbst kreisen. Er war mit dem Kopf eines Einhorns bedruckt, einer kleineren Version desjenigen aus buntem Glas, das als Teil des Raumteilers neben dem Eingang stand. »Ich kann nicht sagen, warum ich ausgerechnet hierher gegangen bin«, bemerkte ich schließlich. »Übrigens, was bringt dich auf die Idee, etwas könnte mir Sorgen machen?« »Ich habe mich an diesen komischen Verfolgungswahn erinnert, den du in Bezug auf den 30. April hast.« »Wegen ein paar Vorfällen?« »Es sind mehr als ein paar. Ich habe dir nicht von allen erzählt.« »Also glaubst du immer noch daran?« »Ja.« Er zuckte mit den Schultern. Der Kellner kam vorbei und füllte unsere Kaffeetassen. »Also gut«, stimmte er schließlich zu. »Hast du es heute schon gehabt?« »Nein.« »Zu dumm. Ich hoffe, das verdirbt dir nicht den Appetit und den Spaß am Grübeln.« Ich nahm einen Schluck Kaffee. »Kein Problem«, ließ ich ihn wissen. »Gut.« Er seufzte und reckte sich. »Hör zu, ich bin erst gestern in die Stadt zurückgekommen. Hattest du eine angenehme Reise?« »Hab einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt.« »Toll.« »Wie auch immer, als ich zurückkehrte, habe ich erfahren, dass du gekündigt hast.« »Ja, ich bin seit etwa einem Monat nicht mehr dabei.« »Miller versucht die ganze Zeit, dich zu erreichen.
aber weil dein Telefon außer Betrieb ist, konnte er dich nicht anrufen. Er ist sogar ein paar Mal bei dir vor der Tür vorbeigefahren, aber du warst nicht zu Hause. Pech. Er will dich wieder einstellen. Ich habe mit denen nichts mehr am Hut. Warte, bis du die näheren Umstände erfährst, ja? Brady ist die Treppe hinaufgestoßen worden und du sollst der neue Chef der Planungsabteilung sein, mit einer 20%igen Gehaltserhöhung. Das lässt er dir sagen. Ich schmunzelte vor mich hin. Eigentlich hört sich das gar nicht so schlecht an, aber wie gesagt, ich habe mit denen nichts mehr am Hut. Oh! Seine Augen glitzerten und er bedachte mich mit einem wissenden Lächeln. Dann hast du also wirklich ein anderes Eisen im Feuer. Das hat er sich schon gedacht. Nun gut, für diesen Fall soll ich dir sagen, dass er von dir wissen will, was der andere dir geboten hat. Er wird alle Hebel in Bewegung setzen, um noch eins draufzulegen. Ich schüttelte entschieden den Kopf. Anscheinend verstehst du mich nicht richtig, sagte ich. Für mich ist die Sache erledigt. Schluss, aus. Ich will nicht zurück. Ich werde auch nicht für jemand anderen arbeiten. Ich bin fertig mit dieser Art von Arbeit. Ich habe die Nase voll von Computern. Aber du bist wirklich gut. Sag mal, sattelst du vielleicht um auf Lehrer? Nein. Ach zum Teufel. Du musst doch irgendetwas tun. Bist du vielleicht auf eine andere Art zu Geld gekommen? Nein. Ich denke, ich werde ein bisschen reisen. Ich bin schon zu lange an diesem Ort. Er hob seine Tasse und leerte sie in einem Zug. Dann lehnte er sich zurück, verschränkte die Hände vor seinem Bauch und senkte die Augenlider ein wenig. Er schwieg eine Zeit lang, schließlich. Du hast gesagt, für dich ist die Sache erledigt? Meinst du nur den Job und dein Leben hier oder noch etwas anderes? Ich kann dir nicht folgen. Du hast eine ganz bestimmte Art, einfach zu verschwinden, damals am College schon. Du bist für eine Weile weg und tauchst dann plötzlich wieder auf. Du hast dich niemals so richtig darüber ausgelassen. Es hat den Anschein, als ob du so etwas wie ein Doppelleben führst. Haben deine Pläne etwa damit etwas zu tun? Ich weiß nicht, was du meinst. Er lächelte. Natürlich weißt du das, sagte er. Als ich nicht sofort antwortete, fuhr er fort. Nun, viel Glück, was auch immer es sein mag. Ständig in Bewegung, selten in Ruhestellung, spielte er mit einem Schlüsselbund herum, während er einen zweiten Kaffee trank und Schlüssel und einen blauen Steinanhänger klingeln und schwingen ließ. Schließlich wurde unser Frühstück gebracht und wir aßen eine Zeit lang schweigend. Schließlich fragte er mich, »Hast du eigentlich die Starburst noch?« »Nein. Ich habe sie im letzten Herbst verkauft,« erklärte ich ihm. »Ich war so sehr von anderen Dingen in Anspruch genommen, dass ich keine Zeit mehr zum Segeln hatte.« Und es gefiel mir gar nicht, sie so ungenutzt herumliegen zu sehen. Er nickte. Schade. Wir hatten viel Spaß mit ihr, damals während der Schulzeit, später auch noch. Ich hätte mich gefreut, noch einmal mit ihr segeln zu können. Ja. Sag mal, hast du vielleicht Julia in letzter Zeit mal gesehen? Nein, seit unserer Trennung nicht mehr. Ich glaube, sie ist immer noch mit diesem Typen namens Rick zusammen. Hast du sie gesehen? Ja, ich war gestern Abend auf einen Sprung bei ihr. Warum? Er zuckte mit den Schultern. Sie war eine von unserer Bande. Und wir haben uns in alle Winde zerstreut. Wie war sie? Sie sieht immer noch gut aus. Sie hat nach dir gefragt und sie hat mir sogar etwas für dich mitgegeben. Er zog einen verschlossenen Umschlag aus der Innentasche seiner Jacke und reichte ihn mir. Mein Name stand drauf, in ihrer Handschrift. Ich riss ihn auf und las.